Vor 6 Jahren war der überwiegende Teil der Stadtfelder für den Neubau einer Stadthalle. Die alte war ihnen nicht mehr repräsentativ genug. Kurzerhand beschließt der Stadtrat den Neubau. Der erste Kostenvoranschlag liegt bei 20 Millionen Mark. Schondorfer Kamperhöhen, kommen Sie mit uns an den oberen Marktplatz. Wir wollen um 11 Uhr die Bürgerräte begraben, die uns der Schondorfer Gemeinderat am 27.09. entrissen hat. Solidarisieren Sie sich mit uns, damit wir diesen Herren demonstrieren, dass wir in Zukunft uns solche Politik nicht mehr gefallen lassen. Um 11 Uhr am oberen Marktplatz. Der Stadthallenbau wird jedoch nicht von allen Teilen der Bevölkerung widerspruchslos hingenommen. Liebe Hinterbliebenen, liebe Trauergemeinde, durch einen tragischen Gemeinderatsbeschluss wurde am 27. September 1979 die viel zitierte Bürgermähe aus unserer Mitte gerissen. Wir trauern um ein Kind, dass wir begraben müssen, bevor es zu laufen gelernt hat. Dieses Kind hat ein unglückliches und kurzes Leben gehabt. Es wurde oft als Lockvogel missbraucht und dann im Stich gelassen. Von Anfang an hatte es unter der Krankheit zu leiden, immer zitiert, aber nie eingesetzt zu werden. Diese Krankheit stellte sich bald als unheilbar heraus. Wir liebten es trotzdem und hofften, dass es sich eines Tages vielleicht doch noch erholen und groß und kräftig würde. Die Pflege dieses Kindes lag jedoch nicht in unseren Händen, sondern in denen seiner Erzeuger. Wir klagten den Erzeuger an, nicht genügend für sein Kind gesorgt zu haben. Den Schondorfer Gemeinderat beschuldigen wir der vorsätzlichen Tötung, da dieser es in der Hand hatte, das Kind mit dem Namen Bürgermähe leben oder sterben zu lassen. Der Gemeinderat tat alles, um dieses Kind. Von der Widerstandsgruppe beantragte Bürgerentscheid ist vom Stadtrat abgelehnt worden. Die vielgepriesene Bürgernähe zeigt ihr wahres Gesicht. Freie Wähler, Pöbel, CDU, Makala, CDU, Haushalt, CDU, Lipp, CDU, Lachenmeier, Freie Wähler, Scheuing, SPD, Steiner, SPD, Feil, Freie Wähler, Wägerle, Freie Wähler,
Wahl SPD, Weigold, Freie Wähler und Sandler, CDU. Diese Gemeinderäte haben durch die gefällte Entscheidung ihr wahres Gesicht gezeigt und sind es nicht mehr wert, als Vertreter der Bürger anerkannt zu werden. Sie sind in erster Linie dafür verantwortlich, dass wir jetzt hier vor diesem Sarg stehen. Wir sollten uns diese Namen merken, denn wir werden Gelegenheit bekommen, diese Verantwortung anderen zu übertragen. Die Demonstration endet auf dem geplanten Bauplatz. Nicht ein krankes Kind ist, sondern ein Kind, das gut behandelt wird und erstmal laufen lernt. Wir sind empört, wie im Jahr des Kindes mit den Kindern umgegangen wird. Die Bürgernähe ist tot. Wir glauben nicht mehr den Beteuerungen ihrer Erzeuger. Die Bürgernähe sei unter uns. Das Mannheimer Verwaltungsgericht stoppt die Bauarbeiten. Die Klage eines Nachbarn erfordert eine Neukonzeption des Bauvorhabens. Die Baufirmen ziehen ab, die Baugrube füllt sich langsam mit Wasser. Das Bauvorhaben endgültig geplatzt. So ist das Ergebnis nach 6 Jahren Stadthallenbau. Aufwachen! Aufwachen, sonst schlagen die rein! Aufwachen!